Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ich habe mir mal gedacht, wir müssen mal wieder ein bisschen Schwung in die Community bringen. Was hat die Film-Community schon lange nicht mehr gehabt? Einen Tag natürlich. Na gut, so lange ist der letzte Tag jetzt nicht her. Ich persönlich bin ja ein relativ großer Freund von Tags. Ich mache die immer sehr gerne, wenn er interessant ist. Und ich habe mich jetzt mal hingestellt und habe mir ein paar Fragen mal ausgedacht und habe gedacht, mache ich doch auch mal einen großen, in Anführungszeichen großen, mache ich da auch mal einen Tag. Natürlich in der Hoffnung, dass er einigermaßen rumkommt durch die Community und dass ihr euch auch vielleicht bei der einen oder anderen Frage vielleicht auch nicht zu sehr langweilt und es euch natürlich Spaß macht, sie zu beantworten. Und ich habe gedacht, ich nehme mal als Hauptthema, wenn man das so sagen kann, das Thema Hollywood. Yeah, Stars und Sternchen. Hollywood, Los Angeles, die Stadt der Träume und der Engel. Und da habe ich mir zu dem Grundthema mal 10 Fragen ausgedacht. Und ich würde sagen, ohne große Umschweife fange ich am besten mal an. 10 Fragen sind's. Ich habe es mir hier aufgeschrieben. Und wir fangen mal an mit Frage 1. Das Gute ist, ich kann jetzt hier natürlich die Fragen auch beantworten. Und ich bin sogar der Erste. Juhu! Also los geht's, Frage Nummer 1. Remakes, Reboots, Sequels, was hältst du von der Ideenlosigkeit in Hollywood? Lieber mal was Neues oder doch lieber James Bond 145 oder Star Wars 97? Ja, das ist für mich ein Riesenproblem, kann ich nur sagen. Was dieses Jahr allein angekündigt ist, ist 99% alter Stoff entweder neu aufgelegt oder eine Fortsetzung. Von Terminator über Star Wars, Jurassic Park, Schlag mich tot, was kommt, Poltergeist und was kommt da alles raus, was wir nicht schon alles hatten. Ich finde es furchtbar. Klar gehen die Hollywood-Studios auf Nummer sicher mit einem Franchise, das schon lange bekannt ist, kann man natürlich hier noch Kohle machen. Wo, das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Aber wie soll das dann wirklich weitergehen? Gibt es in 10, 20 Jahren wirklich Star Wars Episode 12 oder Episode 97? Ich möchte das nicht sehen. Ich möchte mal wieder was richtig Neues und die neuen Sachen werden immer, immer weniger. Ob es an der Ideenlosigkeit, glaube ich nicht mal, dass es an Ideenlosigkeit liegt, sondern an den Scheißstudios, die einfach Eier in der Hose haben, mal was Neues zu wagen und vielleicht mal neuen unbekannten Regisseuren und Drehbuchautoren eine Chance zu geben. Ich finde es zum Kotzen. Klar bin ich auch gespannt auf einen Jurassic Park, auf einen neuen, den neuen Star Wars, interessiert mich auch ein bisschen, aber wirklich, ich würde das alles in die Tonne klopfen, wenn es mal was wirklich Neues, Aufregendes geben würde. Ach, ich finde es furchtbar, ich bin auf eure Meinung gespannt. Hollywood ist einfach momentan ein Albtraum. Frage Nummer 2. Sammelst du Filme von einem bestimmten Schauspieler oder einer bestimmten Schauspielerin, obwohl du vielleicht den einen oder anderen Film gar nicht magst? Ich muss dazu sagen, ich habe lange Zeit versucht, alle Filme von Sarah Michelle Gellar zu sammeln. Die bekannt ist aus Buffy natürlich, weil ich großer Buffy-Fan bin. Aber ich muss doch sagen, die hat auch einige Gurken gedreht. Und sie hat ja auch viele TV-Serien gedreht. Der eine oder andere, die auch grottenschlecht ist, ich sag nur Ringer, wer das mal gesehen hat, weiß, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich das schnell aufgegeben und kaufe mir jetzt nur noch Filme mit ihr, die mich auch wirklich interessieren. Aber es gibt natürlich 2 Schauspieler, von denen ich grundsätzlich alles sammle und versuche jetzt auch endlich dieses Jahr die Filmografie von denen zu vervollständigen, dass ich alle Filme hier habe. Und das sind natürlich klar die 2 Actionhelden, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Und die haben natürlich auch Filme gemacht, die mir nicht wirklich gefallen. Vor allen Dingen die Komödien, die sie gemacht haben, sind nicht so mein Ding. Oder auch die Anfangswerke von Schwarzenegger wie Hercules in New York und sowas. Das sind Filme, die würde ich mir normal niemals kaufen, aber weil ich nun mal jetzt alles von ihnen versuche, bald zusammenzubekommen, werde ich mir diese Filme dann nach und nach auch holen. Also ich kann diese Frage beantworten. Ich sammle Filme von Schauspielern, die auch, wenn mir die Filme stellenweise gar nicht gefallen. Aber Gott sei Dank ist es bei Schwarzenegger und Sylvester Stallone, dass 90% der Filme doch einen großen Unterhaltungswert haben, deswegen ist es in dem Fall nicht so schlimm.
Frage 3. Mein Gott, da war ich aber sehr originell. Sammelst du Filme von einem bestimmten Regisseur oder Regisseurin, obwohl dir manche Filme vielleicht gar nicht gefallen? Und ich sammle eigentlich nur von einem Regisseur, möchte ich alle Filme beisammen haben. Und ich habe das Glück, dass es noch keinen Film bis jetzt gab, wo ich sagen muss, der war wirklich schlecht. Allerdings werde ich dieses Unterfangen niemals vervollständigen, weil ein Film von ihm, der gilt als verschollen, der wird mir wahrscheinlich niemals zu Gesicht bekommen und deswegen werde ich alle seine Filme gar nicht beisammen kriegen können. Aber die, wo es möglich ist, die möchte ich natürlich alle haben. Die Rede ist hier natürlich von Alfred Hitchcock, mein Lieblingsregisseur. Und ich habe schon eine ziemlich große Sammlung, ich glaube von seinen 50 oder 51 Filmen, die man noch bekommt, also die nicht verschollen sind, habe ich glaube ich schon mittlerweile, ich weiß es nicht, 35, 37, 38, also es fehlen nicht mehr so viele, vor allen Dingen seine Frühwerke fehlen mir, obwohl ich auch schon einige in der Box habe, wo die ganzen Stummfilmklassiker dabei sind. Also ich kann die Frage beantworten, ja, ich sammle von Alfred Hitchcock alle Filme, aber Gott sei Dank war noch kein richtig schlechter dabei. Frage Nummer 4. Warst du schon mal in L.A.? Wenn ja, hast du dort einige Filmlocations besucht? Und wenn nein, welche Filmlocations würdest du dort gerne besuchen? Und zwar abseits der großen Locations, die wahrscheinlich eh jeder, zu denen eh jeder hingeht, wie das Hollywood Sign oder Hollywood Boulevard oder sowas. Ich meine jetzt Filmlocations und ich war leider noch nie in L.A., ist aber mein Traumreiseziel Nummer 1, muss ich sagen. Ich wäre zu gern mal in der Stadt der Engel in Los Angeles und da gibt es unzählige, für mich persönlich, Locations, die ich gerne mal besuchen würde. Ganz oder ziemlich weit oben natürlich als großer Buffy-Fan wäre für mich die Torrance High School im Stadtgebiet Torrance. Dort wurde die Sunnydale High School Außenszenen gedreht, also das ist die Sunnydale High in der Serie Buffy und auch die West Beverly High für die alten Fans von Beverly Hills 90210 in den ersten 4 Staffeln oder 3 wurde dort auch gedreht, die ganzen Außenszenen. Es ist sehr eine sehr bekannte High School mit einer interessanten Architektur, die man schnell wiedererkennt. Und wo würde ich noch hingehen? Natürlich ganz klar auch zum Griffiths Observatorium. Hoch oben über L.A. hat man natürlich nicht nur einen fantastischen Blick, sondern dort wurden auch sehr viele Filmszenen gedreht. Was natürlich raussticht, ist ganz klar die Szene aus dem Film Denn sie wissen nicht, was sie tun, mit James Dean und dem Messer. Das wären so 2 Locations, die würden mich unglaublich reizen. Ich bin mal auf eure Antworten gespannt. Frage Nummer 5, ja, da war ich auch sehr originell. Hast du schon mal einen Star, in Anführungszeichen, live getroffen? Also jetzt so auf der Straße, das kommt ja hier in Deutschland noch wirklich nicht gerade oft vor oder überhaupt, außer man wohnt vielleicht in Köln oder Berlin. Auf jeden Fall, ich habe noch keinen Star jetzt live auf der Straße getroffen, aber ich bin ja, was ich schon ein paar Mal erzählt habe, ein ziemlicher Convention-Gänger gewesen oder bin es auch noch. In letzter Zeit gehe ich nicht mehr so viel auf Conventions, vor allen Dingen im Horror- und im Science-Fiction-Bereich. Und da habe ich schon sehr viele TV-Serien-Schauspieler getroffen und natürlich auch viele Horror-Schauspieler. Allerdings natürlich immer nicht ganz so toll, Geld für Autogramme hinlegen zu müssen. Ich komme davon schon längere Zeit ab, weil ich es dann doch ein bisschen komisch finde, dass ich hier, ich will nicht wissen, wie viel Geld ich den Stars in Anführungszeichen schon in den Rachen geworfen habe für eine scheiß Unterschrift. Ich meine, ich mag meine Autogrammsammlung, die ich mittlerweile habe, das sind ja schon einige, aber vor allen Dingen die Preise werden auch immer mehr auf Convention, die werden immer höher, je kleiner der Star, trotzdem werden die Preise immer höher. Naja, aber da habe ich schon einige getroffen, da kamen auch schon einige interessante Gespräche, also Smalltalks zustande und so die größten, wo ich da getroffen habe. Für mich natürlich als Star Trek-Fan, William Shatner, Captain Kirk war ein Highlight oder Robert Englund, Freddy Krueger oder auch die ganzen Jason Voorhees-Darsteller, habe ich fast alle getroffen. Das waren so Highlights und aus der Serie Buffy natürlich für mich James Masters, Anthony Stewart Head, Nicholas Brandon und. Und natürlich auch aus Firefly, die süße Summer Glow, ein absolutes Highlight. Welche Stars habt ihr schon getroffen? Ich bin auf eure Antworten gespannt. Frage Nummer 6. Gut, dass ich mir aufgeschrieben habe und ausgedruckt habe, denn meine eigene Handschrift würde ich gar nicht lesen können. Wer ist der oder die überbewerteste
Schauspieler oder Schauspielerin? Das finde ich eine interessante Frage, nur ich, Depp, habe mir darüber vorher gar keine Gedanken gemacht. Über die anderen Fragen habe ich aber nachgedacht. Wer ist denn für mich der überbewerteste Schauspieler? Da muss man wohl mal die Topstars nehmen. Die sind ja wohl sehr bekannt und damit auch sehr hoch angesehen. Und ich muss sagen, abseits davon, dass ich ihn privat nicht leiden kann, was er in seiner Privatsphäre so treibt, ich sage nur Scientology, ist die Rede von Tom Cruise. Jetzt abseits von seinem Privatleben finde ich auch nicht, dass es ein wirklich überzeugender Schauspieler ist. Also es gibt vielleicht außer in Rain Man, okay, Ausnahmen bestätigen ja die Regel, aber ansonsten ist er doch eher der etwas farblose Held. Und ich finde, Tom Cruise schauspielerische Fähigkeiten sind nicht sonderlich hoch und ich verstehe nicht, warum er so ein super, super Topstar ist. Ich glaube, er hat seiner Filmkarriere viel Glück gehabt und sein Aussehen hat er sicherlich auch viel dazu beigetragen, dass er so weit gekommen ist. Ich finde, Tom Cruise ist in fast jedem Film austauschbar und könnte durch jemand Besseren ersetzt werden. Also ist meine Antwort Tom Cruise. Frage Nummer 7. Welche drei hochgelobten Klassiker, also Filme, die man gesehen haben muss, habt ihr denn in eurem Leben noch nie gesehen? Und seid vielleicht, ist euch das vielleicht sogar ein bisschen peinlich. Ja, und da gibt es bei mir einige, die ich wirklich noch nicht gesehen habe, die ich unbedingt schon seit Jahren mal nachholen wollte, aber es nie gemacht habe. Ich fange mal an, am besten einer der Filme, der von vielen Filmkritikern auch als der beste Film aller Zeiten angesehen wird, den ich unbedingt mal sehen wollte, aber nie gesehen habe, ist Citizen Kane von und mit Orson Welles. Ich weiß nicht mal genau, um was es in dem Film geht, außer um den Bürger Kane. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Den Film habe ich noch nicht gesehen. Was habe ich noch nicht gesehen? Die ganzen hochgelobten Mafia-Filme wie Der Pate, die ganze Trilogie oder auch Scarface habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ja, sind ja auch absolute Klassiker. Den habe ich definitiv noch nicht gesehen. Und welchen Klassiker habe ich denn noch nicht, auch nicht gesehen? Abseits von Klassikern wie Casablanca, wo ich tatsächlich nie den ganzen Film gesehen habe, sondern auch nur Ausschnitte. Das könnte ich vielleicht noch dazu zählen. Gibt es aber bestimmt noch einige mehr, die mir jetzt momentan nicht einfallen. Also da muss ich allgemein filmhistorisch noch einiges nachholen. Frage Nummer 8. Gibt es Filme, die du bewusst meidest, weil du mit dem Privatleben des Stars nicht zurechtkommst, oder ist dir das allgemein egal, was der Star so in seiner Privatsphäre treibt? Und da kommen wir ja schon wieder zurück zu Tom Cruise. Ich hasse es, was er in seinem Privatleben macht und Scientology anpreist und vor allen Dingen junge, unerfahrene Menschen vielleicht in die Fänge einer Sekte rein drückt, das finde ich einfach furchtbar. Und deswegen mag ich Tom Cruise also privat absolut nicht. Und ich habe auch sehr, sehr lange fast jegliche Filme von Tom Cruise gemieden. Mittlerweile bin ich davon runtergekommen. Ich mag Tom Cruise Privatleben immer noch nicht und ich halte Scientology für sehr gefährlich. Aber abseits davon, dass er auch kein allzu guter Schauspieler ist, hat er doch in wirklich guten Filmen mitgespielt. Und deswegen bin ich davon runtergegangen und kaufe mir mittlerweile auch Tom Cruise Filme, allerdings nicht so viele, jetzt nur wirklich die, wo mich jetzt extrem interessieren, wie Eyes Wide Shut oder was weiß ich was, mir fällt gerade kein Tom Cruise Film mehr, also ja, Top Gun oder sowas, obwohl das ja auch nicht ein lächerlicher Film ist. Und ansonsten gibt es natürlich noch andere Schauspieler oder Regisseure, die ein sehr schwarzes Privatleben haben, ich sage jetzt nur mal Roman Polanski zum Beispiel, aber es gibt einen Fall, also von dem Menschen möchte ich nicht mehr unterstützen. Und das ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das habe ich auch erst erfahren vor ein paar Jahren. Das finde ich schon ganz furchtbar. Der Regisseur Victor Salva, bekannt für seine Jeepers Creepers Filme, die ich eigentlich gut finde. Die sind eigentlich ganz recht solide Horrorfilme, vor allen Dingen der erste Teil. Dieser Mann hat bei einem seiner ersten Filme Clown House den 10- oder 11-jährigen Jungen, der den Hauptdarsteller, also der Hauptdarsteller des Films, der 10 bis 11 Jahre alt war, vergewaltigt während den Dreharbeiten.
und hat seine Strafe abgesessen und hat jetzt aber aus irgendeinem Grund auch wieder Fuß in Hollywood gefasst. Das ist schon in den 80er Jahren gewesen. Und ich habe es erst erfahren, nachdem ich Jeepers Creepers mir hier ins Haus geholt habe. Und das ist natürlich furchtbar. Und wenn ich jetzt bewusst einen Victor Salva-Film irgendwo stehen sehe, den meide ich doch. Wenn mal ein Jeepers Creepers 3 rauskommt, nein, den lasse ich im Regal stehen. Diesen Mann möchte ich in meinem Leben nicht unterstützen mit meinem. Und auch wenn er nur einen Cent Tantiem dafür kriegt, den Mann möchte ich nicht mehr unterstützen. Frage Nummer 9 aus der Originell, oder auch nicht. Welches ist deiner Meinung nach der überbewerteste Film aller Zeiten? Ja, und das muss ich, da fällt mir jetzt spontan eigentlich nur eine Sache ein, der, ich weiß nicht, ob er so hoch gelobt ist, aber auf jeden Fall vom Einspielergebnis ist mir das so ein Rätsel. Und zwar, glaube ich, momentan der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten mit dem höchsten Einspielergebnis, Avatar von James Cameron. Wie zum Teufel kann so eine billige 0815 Science-Fiction-Story so viel Geld einnehmen, nur wegen diesen CGI-Effekten, riesige blaue Alien-Wesen, Bumbatsch, Laser, Klangklatsch, Putsch, Kampf um Pandora, leck mich am Arsch. Ich kann das nicht verstehen. Für mich hat der Film keine Substanz, kein Herz und keine Seele. James Cameron kann weitaus bessere Filme drehen als das. Und wenn ich natürlich höre, dass Avatar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, was weiß ich, wie viele in Produktion sind, da kriege ich das Kotzen, weil die wahrscheinlich genauso erfolgreich werden wie der erste. Nichts gegen Avatar-Fans, jedem seine Meinung. Aber ich finde das einen furchtbaren Film. Und ich finde, er hat kein Recht. Wieso hat er so viele Einspielergebnisse? Das ist unfassbar. Deswegen für mich der überbewerteste Film aller Zeiten. Avatar. Kommen wir zur letzten Frage. Frage Nummer 10, meine Lieblingsfrage. Hör zu. Ich gebe dir, also du, wo gerade zuschaust, 30.000 Euro bar auf die Hand. Würdest du mir deine komplette Filmsammlung verkaufen? Egal wie viel sie momentan einen Wert hat, egal wie viele Filme du hast, egal ob du 5 Filme hast oder 5.000, würdest du mir sie jetzt hier für 30.000 Euro bar auf die Hand geben? Also ich versuche die Frage mal ehrlich zu beantworten. Wenn jetzt jemand käme und würde mir wirklich 30.000 Euro bar hier hinlegen, dann müsste ich doch schon mal überlegen, da komme ich schon ins Grübeln. Obwohl ich gehe stark davon aus, dass ich im Laufe der Jahre in meine Sammlung vielleicht sogar ein bisschen mehr als 30.000 Euro reingesteckt habe. Ich sammle ja schon wirklich schon eine lange Zeit. Und ich weiß auch genau, dass der Wiederverkaufswert, da kriege ich nur einen Bruchteil davon. Das ist klar, weil die Blu-ray und DVD nun mal relativ schnell an Wert verlieren. Jetzt mal abgesehen von super, hyper Sondereditionen, obwohl ich da auch der Meinung bin, dass einige bestimmt irgendwann im Preis stark fallen werden. Und für 30.000 Euro, das ist eine Menge Geld. Da könnte ich mir schon den einen oder anderen Film, den ich gerne wieder haben möchte, natürlich wieder kaufen. Obwohl natürlich einige mittlerweile auch out of print sind. Es ist schwierig, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich so, wie viel Zeit ich in meine Sammlung gesteckt habe und zu vielen DVDs und Blu-rays und Versionen habe ich auch sogar noch im Kopf, wo habe ich die her und habe ich eine persönliche Geschichte vielleicht sogar damit. Deswegen würde ich, auch wenn es mir schwerfällt, meine ehrliche Meinung so ablehnen und die 30.000 Euro nicht nehmen und dafür meine Sammlung doch behalten, weil da steckt so viel Zeit, Energie, Geld drin. Und wie gesagt, zu vielen Stücken kann ich sogar noch sagen, woher ich die habe und was weiß ich noch alles. Deswegen, auch in Schwerfeld würde ich sagen, nein, ich nehme das Angebot nicht an. Bei 60.000 Euro würde die Sache wahrscheinlich schon anders aussehen. Auf jeden Fall bin ich hier auf eure Meinung sehr gespannt. So, und das war's jetzt auch. Ich hoffe, die Fragen waren einigermaßen interessant und nicht zu langweilig. Und ich hoffe natürlich, dass der Tech, wie gesagt, hier in der Film-Community weit rumkommt. Reicht ihn weiter wie eine Hafenhure. Das ziehe ich zurück, den Schatz. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er weit rumkommt. Und jetzt werde ich mal Leute taggen und ich werde insgesamt 4 Leute taggen, damit der Tag ins Laufen kommt. Und wenn ihr dann vielleicht an der Reihe seid und einen Tag macht, reicht es natürlich, wenn ihr 2 Leute, die üblichen 2 Leute, dann nominiert. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal komplett egal, spontan in der Film-Community habe ich mich entschieden für, wie wäre es mit Blu-ray-Neuheiten. Da bin ich vor allen Dingen auf die LA-Frage gespannt, weil ich weiß, dass er in LA war, hat er letztes Jahr ein interessantes Video aus LA auch veröffentlicht. Also, Ali, ich würde mich freuen, wenn du mitmachen würdest. Dann würde ich sagen, wie wäre es mit Robins Film-Lounge? Auf die Antworten wäre ich auch gespannt.
Dann natürlich ein guter Kumpel von mir. Auf die Antworten bin ich auch sehr gespannt. Sandermania. Alex, ich hoffe, dass du mitmachst. Und ich tagge noch als letztens Mark von Goldfinger Reviews. Auch auf deine Antworten bin ich sehr gespannt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr alle mitmacht. Aber natürlich, wenn ihr keine Lust habt, ist das natürlich kein Beinbruch. Denn ein Tag soll ja wie immer Spaß machen und nicht zur Pflicht werden. Und ich bin jetzt hier raus. Ich verabschiede mich. Wie gesagt, ich hoffe, dass dieser Tag einigermaßen rumkommt und vor allem, dass ihr viel Spaß bei der Beantwortung der Frage habt. Ich nenne den mal den Hollywood-Tag. Und ja, das war's. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem meiner nächsten Videos wieder. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder bei einem meiner nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.